wäre das nicht heutzutage. Entschuldigt. Ich bin gerade mein Hase und ihr wisst schon, der hatte gerade einen kleinen Unfall. Der ist gegen die Wand geklatscht, volle Kanne. Der ist sein erhabenes Ding hochgesprungen und dann wieder runter und dann hat es Patsch gemacht. Das hat wehgetan, scheint's. Ja, gut. Hi, hau und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich habe irgendwie so, wie wenn man so in die Höhe geht. So, ja Gott, voll den Höhen, die Höhenohren. Oh. Okay, jetzt müsste es besser gehen. Aber halt es hier im Gang gerade? Oder bin ich es mir noch ein? Okay, jetzt liegt an meinen Ohren. Oh, das sind diese Kopfhörer. Ja. Oh. Da kommt der Stimme quietscht. Ja, das sind diese Kopfhörer. Seitdem ich die habe, höre ich so gut. Und nächsten seitdem ist mein ganzes Innenohr durcheinander. Ist auch ständig übel und schwindelig. Qualitätscontent aller Elena. Heute ist Mittwoch und ich habe heute wieder mal ein Thema für euch. Meine liebe Mutter, ja, Mutter, du bist gemeint, isst gern Butter, aber das ist gar nicht der Punkt an der Geschichte. Und ich liebe Blätterteig. So. Jetzt mag ich aber kein Weizen, wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe. Und jetzt war bei uns im Aldi in der Gegend, im Lidl. Im Lidl war es. Lidl lohnt sich. Oh gut, Lidl. War zufälligerweise Dinkelmehlblätterteig im Angebot. Also habe ich am Freitagabend meiner Mutter das erste Mal gesagt: Mama, lass uns da hingehen. Dann habe ich ihr die ganze Woche die Hölle heiß gemacht mit diesem Eulenteig. Und ja, und dann am Freitag ist dann meine Mutter wirklich mit mir da hingegangen und wollte mit mir den Blätterteig holen. Aber den gab es nicht. Ich habe dann noch Starbucks-Kaffee gekauft, aber den Blätterteig gab es nicht. Ja. Auf jeden Fall, viel zu lange Einleitung. Auf jeden Fall waren wir dann an der Kasse. Und an der Kasse sind uns dann zwei Leute begegnet, hatten interessante Ansichten zur Welt. So kann man es nämlich auch mal formulieren. Also, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es waren furchtbare Rassistenärsche. Trifft es? Und die haben dann, also meine Mutter hat mich dann geschickt, ich soll schon mal in die Schlange stehen, damit wir einen Platz bekommen. Und die waren dann hinter mir und die haben dann wirklich fies über mich hergezogen. Als voraussichtlich gedacht haben, ich verstehe kein Wort. Und dann ist meine Mutter dazugekommen und hat dann betont gesagt, ich möchte gerne durch zu meinem Kind. Ja, und dann ist sie auch durchgekommen, aber die beiden haben dann immer noch weiterhin so ein bisschen gelästert. Und ja, und dann hat sich meine Mutter darüber aufgeregt und als ich meine Großmutter erzählt habe, auch, und mein Vater auch sowieso. Dann ist mir etwas Interessantes bewusst geworden. Für mich war das gar kein Punkt von ich reg mich auf, weil ich mag so Schlangengeschichten. Ich liebe es, in Schlangen zu stehen, wenn du da stehst und du einfach ein bisschen anders aussiehst, nicht gerade wie Deutsch, wie ein Urdeutscher und ein bisschen braunhäutig bist oder irgendwas, gehen die Leute meistens davon aus, dass du kein Wort verstehst von dem, was die sagen. Und dann entstehen die lustigsten Situationen, weil die denken, du weißt nicht, was sie erzählen. Und du weißt ja trotzdem, was sie dir sagen, was sie gerade erzählen. Und ja. Und ich dachte, davon erzähle ich euch mal so zwei, drei Begebenheiten, die mir da so passiert sind. Und ja. Also die erste habe ich euch ja jetzt erzählt. Das war dann, ich glaube, das war denen dann ein bisschen peinlich. Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen so auch peinlich war. Ja, die zweite Situation war, ich war mit jemandem, ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war, vielleicht stand ich auch alleine an der Kasse. Auf jeden Fall war ich da an der Kasse und hinter mir waren so zwei, boah, ey, Jungs. Und die haben so, boah, ey, boah, krass, ey, boah, und so weiter, ey. Und dann hat einer von denen irgendwann angefangen, so eine Geschichte zu erzählen von
die, also von einem Spiel, der wollte dann unbedingt da irgendwas, und das Spiel, das kannte ich eben durch Zufall. Und dann hat der dann da nicht nur, der ist dann so nach dem Motto gewesen, ich weiß da voll alles, aber ich wusste, dass der Stuss erzählt. Das war ein totaler Stuss, was der da seinen Freunden erzählt hat. Und dann drehe ich mich irgendwann so zu dem um und sage dann einfach so, ja, das kann man so natürlich machen, aber dann riskiert man halt, dass es total zum Absturz kommt und so weiter. Und habe den dann einen Vortrag zu dem Spiel gehalten. Und dann habe ich gesagt, und ich gehe jetzt an die Kasse und zahle bald dann mal. Bis dann. Und die waren dann total platt, weil sie das nicht damit gerechnet hätten. Und ja, manchmal ist so eine feinere Wahrnehmung kann schon auch immer richtig lustig sein, aber es kann eben auch manchmal ganz blöd sein. Und das ist jetzt die zweite Geschichte, die ich euch erzählen kann. Also, ich war wieder an der Kasse und es waren wieder Typen und es waren wieder Bo-Ace und ich habe so das Gefühl, das wiederholt sich was. Aber auf jeden Fall erzählt dann einer urplötzlich, also entschuldigt die Ausdrucksweise und ich möchte betonen, ich würde es so nicht sagen, aber was für Riesenmöpse ich hätte. Ja, und wie gigantisch die wären und ja, Leo, da kann man ruhig mal drauf klupschen, das geht schon. Du darfst es exklusiv, du bist der einzige Mann, der da drauf gucken darf, der ganze Tag. Du kannst sogar deine Pfoten drauflegen, ist voll in Ordnung. Ja, und auf jeden Fall haben die dann da über meine Körbchengröße und alles diskutiert und haben halt angenommen, dass ich nicht verstehe, was die sagen. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und habe gemeint, ich fände es ausgesprochen freundlich, wenn sie mir den Kaugummi von da drüben reichen würden oder das Magazin oder eine Zeitschrift, da ich mir noch überlege, eine zu kaufen. Ja, die sind dann also hochrot angelaufen und sind dann auch komischerweise aus der Schlange verschwunden. Wer weiß, woran das lag. Ich will jetzt keine Mutmaßungen anstellen. Oh Mensch, Leo. Der Absprung, den hat auch schon mal besser kriegt. Ja, und eine andere Geschichte war, da war eine nette Oma, die hat sich gefragt, ob, also ja, das war voll süß, ob ich zu wem ich denn gehöre, weil sie eben keinen gesehen hat, der auch afroamerikanischen Ursprungs war. Und sie hat dann so gesucht und gesucht, zu wem gehört sie denn? Und hat dann auch mit ihrem Mann darüber gesprochen, das arme Mädchen wahrscheinlich alleine im Flüchtlingsunterkunft. Und dann auf jeden Fall habe ich dann, weil ich gedacht habe, ich weiß ja nicht, habe ich dann mich umgedreht, weil ich in dem Moment gesehen habe, dass Babette gerade auf mich zugekommen ist und gesagt, hey ja, aber es war auf jeden Fall die Dame, mit der ich dann auch darüber geredet, dass ich adoptiert bin und alles. Und es war ein ganz nettes Gespräch dann noch. Aber es war wirklich, das ist einfach so, es kommt immer darauf an, wie man dann am Ende, wenn man sowas wahrnimmt und diese Wahrnehmung nun mal hat, wie man damit umgeht. Man kann natürlich sagen, mir passiert nur doofes Zeug. Man kann aber auch sagen, mir passiert doofes Zeug, ich mache aber das Beste draus und dann am Ende habe ich lustige Geschichten, die ich weiterziehen kann. Und seien wir mal ehrlich, das ist doch viel schöner, weil wenn man sich immer nur darüber aufregt, dass da hinter dir Leute sind, die jetzt vielleicht was Schlechtes über dich gesagt haben, die sich total sexistisch zu dir geäußert haben und die sich irgendwie nicht vorstellen können, dass du tatsächlich einen deutschen Pass hast, dann wirst du nicht glücklich. Aber wenn du dir einfach dann den Spaß daraus machst und denen sagst, doch, ich kann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gerade Deutsch als du in dieser Situation, dann können so richtige schöne Geschichten noch entstehen. Aber natürlich gibt es auch so Situationen, wie zum Beispiel also die mit denen, die wo mich hergezogen haben, wo ich dann von mich sage, da hätte ich mich jetzt nicht umgedreht und hätte denen jetzt nicht irgendwas gesagt, weil in den meisten Fällen, auch wenn du dann 1000 Sätze sagst, es bringt nichts, weil die haben ja ihre Meinung und die dürfen ihre Meinung haben und sind aber oft auch in ihrer Meinung sehr festgefahren und die hätten dann wahrscheinlich nur irgend sowas dann am Ende noch gemeckert, wie ist die dreist, ist die frech. Und so weiter. Und das bringt ja nichts. Und ja, auf verlorenen Posten zu diskutieren, kann man machen, muss man aber nicht. Ist doch so. Ja, das ist alles, was ich euch heute zu erzählen habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so lustige Situationen an der Kasse hattet oder
Ist euch schon mal der Kassenbon verloren gegangen, obwohl ihr gedacht hättet, ihr hättet ihn eingepackt? Ist mir gerade passiert. Voll schrecklich. Ja. Ich suche den immer noch. Falls du also einen siehst, sag Bescheid. Müsste netto sein. Dann könnt ihr mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich schnapp mir jetzt ein kleines schwarzes Kerlchen, das unbedingt noch verkuschelt werden will. Ist das so? Na gut, ich weiß nicht, ob er es will, aber ich will jetzt kuscheln. Also, das zum Thema Demokratie. Und ja, ich mach's nicht besser. Also, wir sehen uns wieder am Freitag. Ciao!